Die Firma Höfle, Holzbau oder Zimmerei Höfle, wie wir uns eigentlich nennen, existiert seit 30 Jahren. Wir haben ursprünglich angefangen mit kleinen Zimmereiaufträgen und ganz schnell kam der Holzhausbau dazu. Der Holzhausbau ist heute in dem Fortfertigungsgrad, den wir immer weiter probieren, effektiver zu gestalten, mehr in die Halle zu verlagern, ist unser Hauptgeschäftsfeld. Es geht hin zum mehrgeschossigen Wohnbau und wir sind dabei, die Fertigungstiefe hier zu uns in die Halle zu optimieren. Wir sehen die Vorteile der Vorfertigung oder der Optimierung der Vorfertigung, dass wir unter Dach, Wetter unabhängig arbeiten können natürlich und dass die Wertschöpfung durch die verschiedenen Lagen, die wir auf die Wände aufbringen, natürlich in der Firma bleiben, wo wir früher Trockenbauunternehmen beschäftigt haben als Subunternehmer. Können wir nun selber diese Lage auf die Wände fixieren, dank der Maschine, und haben auch Bauzeit auf der Baustelle dadurch von 3 Wochen, aktuell 3 Wochen, eingespart. Und diese Maschine wurde aber auch notwendig aus Arbeitsschutzgründen, also es geht auch um Ergonomie für die Mitarbeiter. Das ist uns sowieso immer wichtig, deswegen haben wir auch die schöne helle Halle hier gebaut, damit die Mitarbeiter gern zu uns kommen und hier arbeiten. Und wir denken, wir haben hier angenehme Arbeitsverhältnisse, soweit das möglich ist, geschaffen. Es läuft eigentlich zu 100% die ganze Produktionskette über die Maschine, also inklusive Dachelemente. Da schon so weit, dass wir selbst die kleinsten Teile auf der Maschine fertigen, also die, wo eigentlich gedacht war, dass Gauben und Dachverschneidungen und so weiter, also selbst komplizierte Dachverschneidungen nicht auf der Maschine machbar sind, läuft mittlerweile alles über die Maschine. Unsere Philosophie ist einfach, die Fertigungstiefe zu erhöhen oder maximal zu erhöhen, sprich auch den Gipskarton auf die Innenseite anzubringen, die ganzen Elektroverrohrungen einzubauen. Und dazu war es für uns wichtig, ein beschädigungsfreies Bauteil zu haben. Und das funktioniert eigentlich nur mit dem automatischen Wendevorgang. Wir haben uns für die Voltec M120 entschieden. Einmal aus preislichen Gründen, weil wir nicht mit der großen Lösung einsteigen wollten. Um einfach auch den Einstieg in diese Automatisierung zu schaffen, was jetzt Arbeitsvorbereitung, Handling und so weiter anbelangt, und sind eigentlich jetzt mit der 120er als Einstiegsvariante sehr zufrieden. Mit der Leistung, die wir dadurch erzielen, haben wir unsere Ziele erreicht. Wir wollten eine Leistungssteigerung von 30% erzielen. Die wurde uns prognostiziert von der Firma Weinmann und die ist auch eingetreten.